danach. Es hat gestern eine richtig fette Cheaterei gegeben, einen richtig fetten Cheat Day. Kurzum, ich habe eigentlich geschaut, dass ich nicht zu viel cheate, deswegen habe ich erst am Abend gecheatet. Das waren 4 Stunden, die ich gecheatet habe. Da ist ordentlich was weitergegangen. Also ich schätze, dass ich jetzt im Schnitt bei 6.000, 7.000 Kalorien bin. Ich habe es noch nicht getrackt, weil einfach, ja, ich finde, wenn man es nachher trackt, dann ist es viel gemütlicher, man startet viel gemütlicher, man muss nicht alles reintracken und man kann es einfach genießen. Man kann es viel mehr genießen, finde ich. Und ich zeige euch aber jetzt dann gleich, wie viel Kalorien das es insgesamt waren. Und das versuche ich natürlich jetzt wieder auszugleichen. Es ist relativ viel Wasser auch gezogen worden. Also ich habe jetzt 2 Kilo mehr. Was aber großteils eben Wasser ist, kein Fett. Das ist so nach dem Cheaten, man sieht zwar ziemlich aus, wie wenn man jetzt voll viel Fett zugenommen hat, aber macht euch da keine Sorgen, das meiste ist wirklich Wasser, was rausgeht. Ich werde jetzt dann gleich nüchtern in ein Beintraining starten. Danach wird es mal großteils eben Proteine geben. Ich schaue, dass ich mich heute sehr proteinreich ernähre, sehr, sehr wenige Kohlenhydrate zu mir nehme, vielleicht sogar eher im Bereich von Low Carb mich bewege. Und mäßig Fett, ja, das werdet ihr dann alles noch sehen, das zeige ich euch dann noch. Auf alle Fälle jetzt tracke ich das eben mal ein, zeige ich, wie ich das ausgleiche. Ich werde wahrscheinlich heute auch noch eine halbe Stunde Cardio dranhängen. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach mal, wie ich das Ganze tracke, wie ich das Ganze ausgleiche. Wir sehen uns gleich nochmal eingetrackt, damit ihr es sehen könnt. Also insgesamt waren es ca. 5500 Kalorien. Ich kann mir nicht mehr alles merken, was ich von was gegessen habe und wie viel. Zum Frühstück gab es schon einen French Toast, weil gestern eigentlich nicht geplant war, so extrem zu cheaten. Mit ca. 800 Kalorien schon mal. Dann gab es zum Mittag schon Basmati-Reis und Hühnerbrustfilet. Das waren insgesamt 1246 Kalorien. Und dann gab es jetzt am Abend eben, wie gesagt, ca. 3500. Also 3117 Kalorien. Was gab's da alles? Seht ihr selbst. Cheeseburger, dann Chicken Burger, McRib Sandwich, dann Donuts von Dunkin' Donuts, dann so Crunch Chips, dann so Dinkel-Schokokekse, dass wir auch noch an der Healthy-Seite sind. Ja, das waren insgesamt, falls es wen interessiert, 211 Gramm Eiweiß, 645 Gramm Carbs. Davon 118 Gramm Zucker und 195 Gramm Fett. Sehr schön. Und ich habe jetzt gleich die Fitbit-App geupdatet sozusagen, damit ihr gleich seht, was ich am Donnerstag, also am Tag davor, verbrannt habe. Das waren 3372 Kalorien. Wie ich jetzt das ausgleichen kann, ist, dass ich jetzt die 1 Kalorien, also diese 5221, minus rechne, minus die 3372, da kommen genau 1940 Kalorien raus. Ich habe aber gesagt, ich habe da großzügig gerechnet, das heißt insgesamt circa so 2200 Kalorien. Die jetzt zu viel sind, die es auszugleichen gilt, und ja, genau das habe ich eben jetzt vor. Das heißt, heute werden so, also heute wird es relativ low carb werden, eben wie gesagt. Ich schätze, dass ich mich circa bei 2000 Kalorien bewegen werde. Ich habe aktuell gestern verbrannt 3067, also nicht wirklich sonderlich viel, aber wenn ich eben bei 2000 Kalorien heute circa lande, habe ich schon mal einen Überschuss von 1000 abgedeckt. Wenn ich jetzt noch Cardio mache und morgen das Ganze, lässt sich dann eigentlich ziemlich easy ausgleichen. Mal schauen. Ja, das wollte ich euch jetzt einfach mal zeigen. Und wie gesagt, jetzt geht es dann ins Beintraining. Ein bisschen Cardio wird abgefilmt. Und ja, ich weiß noch nicht. Eventuell werde ich euch dann noch die Mahlzeiten abfilmen. Ich werde aber nichts Interessantes sein. Es wird einfach großteils Fleisch geben, Fisch geben. Ich glaube, es ist einfach besser. Ich zeige euch dann einfach, was es gegeben hat, aber es werden jetzt nicht irgendwie wunderschöne Aufnahmen von meinem Essen heute kommen, weil das wird nichts Spektakuläres werden. Brokkoli, Spinat, Fleisch, Fisch,
Ja. Also, wir sehen uns dann, wenn ich euch das zeige und ja. Übrigens, um noch ein bisschen Werbung zu machen, dieser Hoodie hier, den habe ich zur Verfügung gestellt bekommen von NY Fitness. Und mit dem Code FLO10 kriegt ihr 10% darauf. Also der ist richtig, richtig nice, finde ich. Also wirklich, ich würde mir den auch kaufen, wenn ich ihn nicht bekommen würde, ganz ehrlich. Ja, das noch kurz das Wort zum Sonntag, das Wort zum Samstag eigentlich. Und ja, haut rein, ciao. Thank you.